Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit unserer halbstarken Jaina auf Stufe 60 mitten in der Wüste von Ödland, glaube ich. Schauen wir gleich her. Ja, Ödland, sag mal. Okay, passt. Wir sind hier jetzt auf dem Weg, die Aufgaben von Rhea zu machen. Den Schleier lüften. Die wollte ja letztes Mal schon Dracheneier von uns haben und Drachenkadaver. Eigentlich widerlich, aber na gut. Der schwarze Drachenschwarm war einst nobel. Sie waren die Bewacher der Erde und schützen die Lande. Welch Ironie, dass ausgerechnet sie zur schlimmsten Bedrohung wurden, die das Land je erlebt hat. Ich glaube aber, dass es noch einen Funken Hoffnung gibt und meine Herrin sieht das ebenso. Der schwarze Drachenschwarm wird auch nach Todesschwingers Verrat weiter existieren und wieder als nobler Bewacher der Erde zum Himmel aufsteigen. Ich möchte euch etwas zeigen. Schließt eure Augen und ich werde euch den letzten Teil meiner Studien enthüllen. Ich werde nur den Nebel vor euren Augen lichten. Sieht unser Gefangener? Ein Zwerg! Seht, unser Gefangener. Wir werden noch einen Funken Gutes in diesen Drachen finden, Jaina. Entweder in den wilden Eiern, die ihr gefunden habt, in den Körpern der Welblinge, die ihr getötet habt, oder in den Eiern, die Nyxondra gelegt hat, als wir sie dazu ermutigten. Wir werden einen unverdorbenen schwarzen Drachen finden. Die Katze geht wieder. Die Katze verschwindet einfach immer. Die dritte Probe. Implantierte Eier. Nydroxia wird gegen ihren Willen festgehalten. Sie wird mitten in den Brutstätten vor ihrem eigenen Schwarm versteckt. Sie legt zwar Eier, aber man nimmt sie ihr weg, bevor sie sie ausbrüten kann. Grausam? Vielleicht. Aber nicht annähernd so grausam wie das, was ihr Drachenschwarm meiner Herrin angetan hat. Beweist mir, dass ich euch vertrauen kann, Jaina. Bringt Nyxondras Eier zu mir. Ihr müsst Nyxondra schlagen, bis sie sich fügt, bevor ihr die Eier nehmen könnt. Okay, ich soll einen Drachen schlagen. Ah, okay. Bricht vor Erschöpfung zusammen, okay. Soll schon ausreichen? Aha, ich muss die immer wieder zusammenschlagen. Das ist behindert. Ist das behindert, echt? Ja. Dann schlagen wir die halt auch mal zusammen. Jetzt kommt es mir erst wieder als Tanky und ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Dann immer noch im Kampf. Oh, nee, ich kann da eigentlich ganz normal weggehen und bin dann hoffentlich weit genug weg, gell? Du, 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 du. Erwacht. Ja, genau. Leg dich wieder zu deinen Eiern. Vergesst nicht, Jaina. Dies geschieht zum Wohl des schwarzen Drachenschwarms. Wir sind hier, um ihn zu erlösen, nicht um ihn zu verletzen. Dies ist nur ein Schritt auf dem Weg zu seiner Gesundung. Ihr habt alles, was ich euch aufgetragen habe, ohne zu fragen, erledigt. Unsere Arbeit hier in der Ledlor-Klamm ist getan. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich euch in alles einweihe. Jetzt kommt wahrscheinlich, wir machen was voll Grausames. Rhea enthüllt, wie schon angedeutet, bin ich kein gewöhnlicher Goblin. Vielleicht habt ihr meine wahre Identität bereits erraten. Lasst mich euch meine wahre Form zeigen, da ihr euch als vertrauenswürdig erwiesen habt, werde ich die Details meines Plans mit euch teilen. Die wild
Gesamtheit von Todesschwinge überkommt ihn und wir, die Rotdrachen, müssen diese Gelegenheit nutzen, um... Aha. Reastrasa. So, so. Mein wahrer Name ist Reastrasa und ich bin eine Abgesandte von Alexstrasa, dem Aspekt des Roten Drachenschwarms. Da Todesschwinge derzeit mit anderen Dingen beschäftigt ist, werden wir einen Weg finden, um den schwarzen Drachenschwarm zu erlösen. Und ihr werdet uns dabei helfen. Gut, der ehrwürdige Dr. Blum. Ich habe eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, als ich mich euch zu erkennen gab, Jaina. Ich brauche euer Vertrauen damit, aber ich kann nicht länger hier in der Ledlor-Klamm bleiben, da meine Verkleidung ganz klar aufgeflogen ist. Ihr jedoch könntet unentdeckt entwischen. Hier nehmt ihr Ergebnisse unserer Forschungen und bringt sie nach Westen auf der Agmont-Kuppe. Werdet ihr einen Chronom finden, der weiß, was mit diesen Proben zu tun ist. Beeilt euch, Jaina. Ihr dürft hier nicht herumtrödeln. Seit wann arbeiten wir mit Agmont zusammen? Dann können wir gleich da hinten oder dumm fliegen. Wir können ja immerhin schon fliegen. Oh, es ist toll. Wir haben zwar nur eine Fluggeschwindigkeit von 150, aber das ist erwischt. Hoppala. Das ist wurscht. So. Dr. Hieronymus Blum. Hi, wie geht's? Dr. H. Blum, zu euren Diensten. Wie kann ich euch heute behilflich sein? Der ehrwürdige Dr. Blum. Oh, Wissenschaftszeug. Dann lasst uns mal sehen, was ihr da habt. Wilde Eier? Bäh, nutzlos. Damit kann doch niemand etwas anfangen. Oh, was ist das? Eine Art vorkonstruiertes Ei? Das sieht vielversprechend aus, aber ich will lieber nicht wissen, was Rhea tun musste, um es zu bekommen. Ja, ein paar wirklich nette Leichen, in der Tat sehr nett. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Oh mein Gott. Immer Ärger mit den Trocks. Ich brauche ein wenig Zeit, um die Proben zu analysieren. Außerdem täte mir eine Pause von der Trockerschießerei ganz gut. Steigt in eines meiner Geschütze und erledigt so viele Trocks, wie ihr nur könnt. Ich bleibe hier und führe meine Untersuchungen durch. Die Geschütze haben zwei Fähigkeiten. Einen normalen Schuss und eine elektrische Überladung für den Fall, dass euch so viele Feinde zu nahe kommen. Viel Glück. Oh, und haltet nach den großen, langsamen Trocks Ausschau. Die sollten sich besser nicht in eurer Nähe aufhalten. Alles klärchen! Okay, dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Aha, das ist im Prinzip eh schon die Maschine. Okay. Dann. Das ist ja sehr bescheiden hier. Ja, wir haben die erste Welle überlebt. Super. So, die zweite Welle. Kommen sie nämlich schon schnell, oder? Mhm.
Die zweite Welle überlebt. Ein Wahnsinn. Das ist ja Kabum-Turm. Ah, die fängt da oben zum Tanzen an. Wie geil ist das denn? Die dritte Welle überlebt. Wahnsinn! Jaina auf einer Kanone. Und sie fängt schon wieder an zu tanzen. Yeah, wir sind so stark. Und da kommen schon die nächsten, gell? Die letzte Welle überlebt. Wahnsinn. Sind wir gut? Wir haben kein einziges mit diesem Blitz betätigen. Oh. Ah, wir haben jetzt aber hier ein kleines Addon-Problem. So, jetzt sind wir wieder beseitigt. Braucht ihr Hilfe? Die Ergebnisse sind da. Ich habe Spuren der Verderbtheit in allen drei Poren gefunden. Proben gefunden. Rhea wird ganz schön enttäuscht sein. Oh je. Blutwächterposten. Ich habe eine Idee. Die reine Spekulation ist. Zum Glück sind reine Spekulationen eine meiner Spezialitäten. Nördlich von hier hat die Archäologische Akademie neue Ruinen der Titanen unter dem Sand gefunden. Wenn es jemanden Kann ich euch helfen? Wenn es jemanden gibt, der älter und weiser ist als die Drachen, sind es die Titanen. Ich habe sogar Gerüchte gehört, dass die Titanen die Drachen erschaffen haben. Sprecht mit dem obersten Prüfer Telan, Blutwächter, in seinem Lager nordöstlich von hier. Er wird weitaus mehr über die Titanen wissen als ich. Was habe ich euch gesagt? Reine Spekulation. Man sieht sich! Okay, dann machen wir das halt, gell? Reine Spekulation. Aber was soll's? Ehre den Zindorai. Der Blutwächter, Archäologische Akademie, okay. Titan, ihr seid hier, um mir über die Titanen zu reden. Da seid ihr am richtigen Ort. Denn wir stehen kurz vor einer großen Entdeckung. Doch zuerst werdet ihr euch euren Platz hier verdienen müssen. Okay, wenn es sein muss. Es geht nicht um Geschichte, sondern um Macht. Die Forscherliga mag ja einiges über den Vorgang des Grabens wissen. Was ihnen allerdings fehlt, ist ein Gefühl dafür, wie man die Artefakte benutzt, die sie ausgraben. Sie stellen ihre Schätze in statische Museen, statt diese mächtigen Dinge gemäß ihrer wahren Bestimmung zu verwenden. Die Zwerge sind Narren. Zum Glück sterben sie sehr schnell. Ihr findet sie nördlich von hier, wie sie in die Wände der Schlucht hineingraben. Reißt ihnen alles, was ihr gehört, aus ihren Händen mit dem Stummelfingern und bringt es mir. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Okay, es klingt nicht so. Wir werden siegen. So, was hat der hier? Gewaltsame Aneignung. Ich habe euch einen kleinen Vorschlag zu machen, wenn ihr interessiert seid. Die Dunkeleisenzwerge waren schon lange vor uns hier. Das heißt, dass die Zwerge als erste dort waren, als die Titanenruinen zum Vorschein kamen und sich die wertvollen Gegenstände unter den Nagel gerissen haben. Ich wette, diese Schätze sind noch immer in der Festung Angor, nordwestlich von hier, unter Verschluss. Wenn ihr einen solchen Schatz haben wollt, stehlt ihn einfach. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Anaria Shola. Lydia. Lydia, Lydia, Senara. Das war ein cooler Name, Senara. Auren.
So, die Schwachkopfliga. Ich brauche eure Hilfe bei einem kleinen Projekt, an dem ich arbeite, Jaina. Es fällt in einem Bereich, den ich gerne als defensive Archäologie bezeichne. Ich möchte nicht magische Gegenstände an verdächtigen Orten vergraben, damit diese Idioten der Allianz glauben, sie hätten etwas Wertvolles gefunden. An Hammerzees Ausgrabungsstätte und der Festung Angor im Norden treiben sich die Dunkeleisenzwerge herum. Bringt mir ihre Köpfe. Ja, ihr habt richtig verstanden, ihre Köpfe. Sobald wir ihnen das Fleisch abgezogen haben, können wir die Schädel nutzen, um die Arbeit der Zwerge zu zerstören. Bleibt wachsam. Wow. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Das ist verdammt hart. So. Muss ich hier Sachen finden oder was? Oder? Ah, okay, hier. Zwerg. So. Wenn wir hier jetzt als Tank unterwegs sind, müssen wir mehr aushalten, ja? Ich muss zuerst etwas anlesen. Weglaufen. Das war, glaube ich, ziemlich viel. Ich habe es hier wieder mal versäumt, dass ich meine Maus von den Katzenhaaren befreie. So, was haben wir hier Feines? 1, 2, 3. Okay, das hat man doppelt. Trockwerkzeuge. Wo sind denn die kleinen Gnome? Und Zwerge. Das heißt, die drei habe ich jetzt umsonst getötet. Aber was soll's. Sonst bleibt ja nichts anderes übrig. Also das ist echt... Ja. Oder war da? Der ist schon getötet worden. Dunkle Eisenzwerg. Ah, okay, der muss seine eigenen Leute umbringen oder was? Kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss dann mal die Tage irgendwann mal hier wieder ein paar Inis laufen. Was ja teilweise auch leichter gesagt als getan ist. Aha, okay. Wir sind hier jetzt schon der Zeit voraus. Also nicht der Zeit voraus, aber wir müssen hier leider... Ich bin außer Reichweite. Ob ich da jetzt noch 15 Köpfe kriege, das ist halt so eine Frage. Kommt er hier raus? Ich muss näher ran. Wieso können die eigentlich durch die Wände anschießen? Was soll der Scheiß schon wieder?
Okay. Ich glaube, ich werde hier jetzt dann. Ja, ja, wenigstens. So. Ich habe kein Ziel. Den werden wir hier noch fertig machen. Gott, du wirst deinen Cast einfach unterbrechen. Passt. Gut. Dann verstecken wir uns hier hinterm. Scheiß aus. Dö. Nein. Okay, und ja, gut. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder da seid. Bye, bye.